auch gestanden hat und dort Interviews führt. Und dafür, denke ich, müssen wir Ihnen alle mal ganz herzlich danken. Markus, wie du das so schaffst, das ist anerkennenswert. Und wir wollen dir da bereits vor wir uns austauschen, die Blumen überreichen. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Das mache ich für euch, das mache ich für uns, das mache ich vor allen Dingen für unsere Kinder. Um dass wir wirklich zu den kritischen Punkten kommen, will ich mal ganz kurz meine Meinung, die ich zu diesem vergangenen Sonnabend habe, sagen. Ich halte es für ganz wichtig, dass wir sehen, dieses System ist nicht so, dass es in 14 Tagen oder in 3 Monaten in sich zusammenbricht. Dieses System greift jetzt immer mehr nach den Werkzeugen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Und wir sehen, dass es Ihnen also gelingt, tatsächlich Tausende oder Hunderttausende hinter sich zu bringen. Und damit sind die Chancen für uns, dass wir also einen sehr schnellen Wechsel erleben, also doch auch schwierig in der gesamten weiteren Arbeit, müssen wir das einfach in Rechnung stellen. Wir sind nicht mehr die Einzigen auf der Straße und es werden immer mehr Dinge aufgefahren, die gegen uns sind. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist, dass wir hier sehen ganz deutlich, dass die Bildung, die Schule, die Universitäten und dann anschließend die Massenmedien, die auf unsere Menschen reinströmen, dass die in den 30 Jahren sehr, sehr viel geleistet haben, denn sonst könnte es nicht sein, dass Hunderttausende diesen Trall und diese Idiotie nicht erkennen, die hier mit ihnen gemacht wird, sondern dass sie eben tatsächlich, wie das heute früh der Hans schon gesagt hat, wie die Lämmer hinterherlaufen. Das ist mangelnde Bildung und eine völlig verbildete Generation, die das nicht erkennt, was hier gespielt wird. Also diese Dinge, Markus, die musst du jetzt nicht unbedingt nochmal ausschmücken, das wollte ich dir ein bisschen vorweg. Schade, hast du mir jetzt schon aus dem Mund genommen. Ja, das wollte ich eben gerne, dass wir doch noch ein bisschen tiefer bohren. Du bist heute unterwegs gewesen und hast immer versucht, neben deiner, ich will mal sagen, Autofahrerei auch immer mit den Menschen zu sprechen. Und du hast dann doch gerade auch gesagt, wenn man eben mit den Bauern und mit den Transporteuren sprechen will, ob sie eben auch über ihren Tellerrand hinaus gucken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ein Bauer ist viel mehr bedroht durch den Krieg, wie sein Acker vernichtet werden könnte oder sowas, würdest du denken, dass wir sie mit in unsere Front einreihen könnten und dass wir auch mal eine Blockade meinetwegen machen könnten, wenn die Panzer zum Manöver nach Polen rollen, dass wir dort auch mal eine Autobahn zumachen könnten? Also das, was ich in den letzten Wochen gesehen habe, stimmt mich da auf jeden Fall zuversichtlich. Man kann auch, das ist bei überall so, in allen Gruppen so, man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt bei den Landwirten genauso wie bei den Menschen aus der Mitte der Bevölkerung, also uns Menschen, die sind schon weiter in dem Erkenntnisprozess und andere, die sind noch nicht so weit. Aber es sind tatsächlich auch bei den Landwirten die dabei, die die Zusammenhänge erkennen, die Hintergründe kennen und die nicht nur an der Oberfläche kratzen wie Agrarnummernschild und grünes Nummernschild und Agrardiesel, sondern die wissen, dass dieses System durch und durch korrupt und nicht mehr demokratisch und nicht mehr rechtsstaatlich ist und dass es eine tiefgreifende Reform braucht, damit wir als Souverän auch tatsächlich wieder jemanden haben, der Politik für uns, für die Mitte der Bevölkerung macht. Und überdies sind einige dieser Bauern eben auch bereit, tatsächlich in den Bereich der Zivilcourage zu gehen und die ein oder andere Ordnungswidrigkeit dort in Kauf zu nehmen. Sprich, sie lassen ihre Traktoren dann stehen oder anders formuliert, der Traktor hat eben einen Platten oder
die Batterie ist leer, ja, um hier, wenn nötig, den Forderungen, die Sie haben, oder auch unseren Forderungen, die wir haben und gemeinsam für uns alle stellen, also auch für die Landwirte, Nachdruck zu verleihen. Naja, und das haben wir diese Nacht ganz ausdrücklich oder ausführlich gesehen. Da haben sich also viele, viele Bauern selbst von der Drohung, der leeren Drohung der Polizei, hier mit einer Hundertschaft schon in der Nacht anzurücken und die Blockade aufbrechen zu lassen, nicht einschüchtern lassen, sind dort geblieben, haben, ihr kennt das schon, auch kein Versammlungsleiter bestimmt oder kein Versammlungsleiter hat sich gefunden. Alle Menschen waren dort, so wie wir das vor anderthalb Jahren schon gemacht haben im Winter, ganz eigenständig und souverän dort vor Ort, um ja, sich zu vernetzen. Und haben dort ihren Forderungen, also Nachdruck verliehen und sich von der Polizei nicht einschüchtern lassen. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir bald Hand in Hand gemeinsam für unser aller Wohl auf die Straße gehen können. Markus, es wird jetzt von Problem zu Problem schwieriger. Jedes Mal, wenn du also eine Reportage oder irgendwas bringst, beginnst du immer mit den Worten, liebe Freunde der Freiheit. Nun, weißt du, mit der Freiheit, da kann man natürlich viel machen, aber was sich so ein Slogan ist also, Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenken. Wenn du jetzt am Sonnabend hier gestanden hast, dann sind natürlich Andersdenkende, so, wie ist das jetzt, wie kommst du da raus? Ja, die haben ja ihre Freiheit, die dürfen ja demonstrieren. Was überhaupt nicht geht, ist, dass die sich erdreisten, und selbst wenn ich keine Presse gewesen wäre, andere Menschen, die anderer Meinung sind, so wie ich, dort anzugreifen, gewalttätig zu werden. Zumal ich dort als Pressevertreter war, offensichtlich ganz deutlich gekennzeichnet, nicht nur durch Kamera und Kamerateam, sondern mit einer Presseweste, mit einem Kommunikationsteam der Polizei noch um mich rum, das mir notwendig war, um uns zu beschützen, um Schlimmeres zu verhindern. Das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. Und diese Menschen dort haben einfach gezeigt, dass sie selber für etwas auf die Straße gehen, was sie nicht verstanden haben oder nicht verinnerlicht haben. Sie fordern also Demokratie, grenzen aber andere mit anderen Meinungen aus. Und da ist es jetzt völlig egal, ob das die AfD ist, die Freien Sachsen oder sonst wer, dessen Meinung ihnen da nicht gerade in den Sinn passt, Putin verstehe und was für einen Namen sie da für uns alle haben. Solche Menschen haben genauso das Recht auf Meinungsfreiheit, und zwar ohne, dass sie irgendwelche Konsequenzen befürchten müssen. Richtig. Also ich will dich ja auch gerne so ein bisschen provozieren. Gerne. Denk mal, also es würde uns jetzt gelingen, wir werden also in den nächsten Jahren diejenigen sein, die das Sagen hätten. Nun wissen wir, also es sind mindestens 51% haben sie herausgekriegt, die also so sind wie die auf der Straße. Wie können wir also wieder ein Volk werden, was sich versteht und was sich verträgt? Indem wir uns in Toleranz üben, indem wir selber mit offenen Armen und offenen Herzen auf die Menschen zugehen, indem wir einfach ein besseres Vorbild sind als das, was die Gegenseite dort demonstriert. Und ich denke, das machen wir auf unseren Demos ja hier auch zur Genüge. Wir haben hier jetzt gerade so eine Dialogform, das ist ja perfekt, diesen offenen Debattenraum, den wir immer uns wünschen. Hier stand jetzt am Anfang der Hans von Freien Sachsen, also ich würde schon mal sagen, sehr konservative Meinung, Hans, ich hoffe, ich tue dir damit kein Unrecht. Dann hatten wir die Basis, also eher würde ich sagen, doch eher die Mitte. Und jetzt mich, ordnet mich ein, wo ihr wollt, aber auf jeden Fall wieder eine andere Meinung. Das heißt, wir leben hier schon den offenen Debattenraum, wir tolerieren andere Meinungen. Wir gehen auch sehr friedlich mit anderer Presse um, ja? Mit Presse, die vielleicht nicht positiv über uns berichtet.
Stellt euch mal vor, das, was am Samstag hier in Dresden mit mir geschehen ist, wäre mit einem so einem Antifanten-Pressevertreter auf unserer Demo passiert, da wäre das Geschrei wieder groß gewesen. Und das machen wir nicht, auf dieses Niveau begeben wir uns nicht herunter. Wir wollen eine neue Gesellschaft mit der gesamten Menschheitsfamilie und das geht nur, wenn wir allen den Weg da rein ermöglichen und selber als Vorbild diese neue Gesellschaft vorleben. Um diese Gemeinsamkeit nochmal zu schildern, eigentlich bist du heute hier bloß der Notnagel. Weil ursprünglich hier ein Vertreter auch der AfD sprechen sollte. Es war mein Wunsch, dass wir eben mal Freie Sachsen, die Basis und die AfD, wenn wir das eben mal nebeneinander gehört hätten, wo sich jeder dann ein Bild machen kann, wozu neige ich. Aber leider ist der vorgesehen war, gestern Abend aus nicht ganz erklärlichen Gründen abgesprungen. Und Markus natürlich ist mir sofort zur Seite gesprungen. Ich hatte also nicht ganz so viel Vorbereitungszeit. Ja, ich habe auch noch ein Problem, was ich mir so gestellt habe, als ich die 4 Stunden mir am Sonnabend angeguckt habe. Wir haben ja auch viel vom Landesfunkhaus gestanden und gegen die unsere Massenmedien sehr stark protestiert. Und unsere Forderung ist ja immer, Journalismus muss objektiv, muss unparteiisch sein. Wir wollen uns also selbst unsere Meinung bilden und nicht vorgesetzt kriegen. Ich habe dann den Markus ganz hart geprüft und würde sagen, naja, also ein bisschen scheint es schon so durch, dass er dann auch, wenn die nicht ganz so wollen, wie er will, dass er dann hartnäckig wird. Und so, wie siehst du das selber? Hast du da noch Entwicklungspotenzial für die Zukunft, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich so, dass man da als Einzelkämpfer ganz anderen Herausforderungen gestellt ist, als so ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der 7 Milliarden zur Verfügung hat, tausende Mitarbeiter und sich da vorbereiten kann, nachbereiten kann, der sich Security leisten kann und so weiter und so fort. Und da ist es natürlich so, dass man dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch mal seinen Frust freien Lauf lässt. Das sei jedem Menschen gegönnt. Wir sind ja auch alle nur Menschen. Das ist, denke ich, normal. Und ich selber habe an mich auch nicht den Anspruch, den ich an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stelle, da immer absolut neutral zu berichten, so wie es der öffentlich-rechtliche Rundfunk tun sollte, der natürlich von den Geldern aller Menschen bezahlt wird. Das ist schon ein Unterschied, denn ich kann die ganze Sache nur dank eurer Spenden machen und deswegen mache ich natürlich Pressearbeit vor allen Dingen für euch. Ein letztes würde mich noch interessieren. Wir haben hier im Ton immer wieder schließt euch an. Meiner Meinung nach muss man eben auch, wenn wir mehr werden wollen, Zielgruppen im Auge haben. Was wäre jetzt aus deiner Sicht sozusagen die Zielgruppe, wo man sagen müsste, ja, da müssten wir eben mal uns überlegen, wie wir noch näher an die ankommen? Ganz eindeutig die Landwirte, Handwerker und Spediteure. Deswegen bin ich gerade so aktiv, weil ich genau im Hintergrund und teilweise auch im Vordergrund, ihr habt es ja in den Videos gesehen, versuche die Kontakte dahin aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, um eben zu erreichen, dass auch diese Menschen sich nicht von der Spalterkeule, von der Distanzierungskeule, die das insbesondere wieder die öffentlich-rechtlichen Medien und die Politik gerne schwingen, spalten lassen, sich also nicht von uns Menschen, die schon lange für auch die Interessen der Landwirte und Bauern auf die Straße gehen, distanzieren. Das ist gerade mein Hauptthema, deswegen sehe ich das auch als wichtigste Zielgruppe, denn wenn uns das gelingt, dann können wir endlich alle gemeinsam auch mit schwerem Gerät auf die Straße gehen und dann ist es nicht so einfach für die da oben uns wegzuschieben, denn genau das war laut Aussage der Polizei der Grund, warum diese Blockade heute Nacht nicht geräumt werden konnte, weil sie nicht mal eben so einfach möglich ist, 10 8-Tonner Traktoren beiseite zu heben. Und deswegen ist das für mich der wichtigste Schritt und ich hoffe, dass uns das gelingt, damit wir endlich alle gemeinsam für uns, für die Menschen und nicht mehr für die Machthaber Politik machen können. Ja.
Ein halbes Jahr sind wir jetzt in diesem Format, in diesem Zusammenschluss der Dresdner Montagsprotest zusammen. Und ihr sollt hoffentlich das Gefühl haben, dass wir wirklich ernsthaft darum ringen, uns zusammenzufinden. Ich würde eben zum Beispiel für mich die Zielgruppe der Intelligenz sehen, die wir also unbedingt mit in unseren Reihen brauchen und wo es also auch sehr viele gibt, die uns unterstützen. Das ist jetzt nicht als Vorwurf gedacht, sondern das soll eben zeigen, wir sind... Nee, ich weiß schon, ich bin dumm. Wir sind eine Gruppe, die eben versucht, nach sehr vielen Seiten zu kommen. Und wenn ich also zum Schluss mal noch ein ganz persönliches, und das fällt mir jetzt wirklich nicht leicht, das zu sagen, wenn ich eine ganz persönliche Bitte aussprechen kann. Ich bin also Jahrgang 45, ich habe also die DDR bis 1990 erlebt. Und mir und anderen, die hier stehen, denn tut das immer sehr weh, wenn du also, als du früher hier noch alleine auf dem Platz warst, sagst, ja, die Tribüne, das ist hier wie zu DDR-Zeiten. Ich habe oft vor solchen Tribünen gestanden und mein Problem war primär, dass ich nie und nimmer wollte, dass wir uns dem System, in das wir jetzt geraten sind, was unter der Amerika sozusagen seit 45 gegen uns arbeitet und gegen die DDR natürlich noch viel schlimmer als jetzt gegen uns. Und das war immer meine Triebkraft, weshalb ich bei allen Wenn und Aber zu dieser Sache gestanden habe. Ich will nie von den Amerikanern noch einmal so drangsaliert werden, wie das also Generationen davor gegangen ist. Und insofern muss man also auch, wenn man eben diese DDR-Zeit, da kann man wirklich, werden viele und gerade auch im Mittelstand, die werden da viele sozusagen einen ganz berechtigten Groll haben. Und ich habe das auch, aber trotzdem sollte man, wenn man über diese Zeiten redet, das denen überlassen, die es wirklich richtig erlebt haben und nicht nur aus dem Hören sagen. Denn der Kingel hat 1990 gesagt, die wichtigste Aufgabe jetzt ist, die DDR zu delegitimieren, und das haben sie also auch gemacht. Und wenn wir das jetzt einfach so nachsagen, nicht mehr die Umstände sehen, wie wir kaputt gegangen sind, dann tut das weh und dann verlieren wir auch viele, ich kenne viele hier, die ich sehe, die dann nicht anders denken, und die stoßen mir dann immer ein bisschen vor den Kopf. Also ehrlich abrechnen, das ist klar, aber auch sehen, welche Umstände sind es konkret, unter denen wir hier heute viel, viel härter noch als damals eigentlich leben und viel weniger Chancen haben, eigentlich dagegen was auszurichten, weil natürlich Amerika stärker geworden ist als je zuvor. Und insofern würde das also auch zu unserem gegenseitigen Verständnis beitragen, wenn wir da, wenn es um die Dinge geht, auch den Älteren hören. Es steht mir Mühe. Alles klar. Gut, ich danke euch. Wir würden jetzt zurück zum Schlossplatz gehen, aber vorher würde mich noch interessieren, wollen wir dieses Format wenigstens einmal oder so im Monat wiederholen, wo wir einfach Leute von uns hier befragen, um dass wir also einfach uns auch mehr an der Hand fassen und zusammenhalten, denn das ist unbedingt notwendig, wenn wir also etwas erreichen wollen gegen diese Macht, die eben gegenwärtig ausspielt. Also an den Händen fassen und unseren natürlichen Instinkt für Gerechtigkeit, Wahrheit und Humanität eben durch dieses an den Händen fassen zum Ausdruck bringen und damit natürlich verbunden, dass wir eben auch uns hier austauschen und nicht, dass hier immer Leute stehen, die aus irgendeiner Partei ausgeliehen sind, sie halten einen großen Vortrag, wir nicken, sondern wir wollen untereinander sprechen, untereinander austauschen, um tatsächlich die vernünftigsten Wege zu finden. Also wollen wir es wiederholen oder nicht? Ja! Gut, dann danke ich euch, wir gehen noch bis zum Schlossplatz und dann beenden.